So, und heute geht es mal weiter mit einem Versuch gewissermaßen. Wir haben jetzt halt noch nicht unser... Ja, was haben wir aktuell eigentlich? Wir haben noch gar nicht mal so viel momentan. Aber ich würde ganz gerne trotzdem mal versuchen, Red Meteor zu farmen. Ich weiß, ich höre jetzt schon das Lachen aus der Ferne, aber... wir müssen es mal versuchen. Wir müssen einfach mal schauen, wie krass das Ding ist. Und ja, genau. Wie viele Teile? 5 von 11. 5 von 11 bringt uns eigentlich gar nichts. Aber wir können halt nicht mit einem Alex-Set reingehen eigentlich, oder? Warte mal. Lass uns mal kurz überlegen. Sollten wir... Wie viel HP bringt uns das Alex-Set? Lass uns einen Moment mal ganz kurz schon nachschauen. Wow, okay. Das Alex-Set bringt uns sehr viel HP. Und sehr viel Blockrate. Ja gut, ich glaube, dann gehen wir vielleicht lieber damit rein. Plus Power-Ups, plus Umstatten. Es wird so schief gehen. Also 70k HP brauchen wir angeblich. Ich glaube, warte mal, aktivieren wir es jetzt schon direkt. Kann mir überlegen. Ja doch, hier ist 5, wobei 50k? 54k? 55k. Mehr Attack, ja. Wieder 55, 57k, okay. Es ist jetzt schon viel zu teuer, das Ganze, was wir gerade machen. Absolut zu teuer. Es ist eigentlich irrsinn, aber naja. Okay, Food. Ach so, shit, Food. Brauchen wir Food? Bestimmt schon. Oder? Wobei eigentlich, nee, eigentlich haben wir immer Sackblatt. Eigentlich sollte es reichen, um 10k Attack. Müssen wir noch umsetzen? Das ist gerade die ganz große Frage. Um 60k HP. Ah, scheiße, Mann. Ich denke nicht. Oder wie viel Blockrate haben wir jetzt aktuell? Wir haben 28%. Wir haben Sackblatt. Sackblatt, Belief in Sackblatt oder so. Das sollte passen. Okay. Wenn das funktioniert, wenn wir wirklich das Zeug farmen können. Oh, das wäre geil. Solo 70k. Ah, wait, warte mal, lol. Was wir machen werden, wir sockeln unsere Suit. Und vielleicht upgraden wir das Ganze auch ein bisschen. Ich weiß, ich habe schon Power-Ups aktiviert. Es ist mir immer so. Ich aktiviere Amplis und denke mir so, oh ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt zum Setupen oder zum Erwecken oder zum whatever. Es hat sich und wird sich nie ändern bei mir. Wo ist das Suit denn? Verdammt. Ich hasse es. Da. So. Let's go. Dann unsere Tries. Ich will nicht zu viel verschwenden dafür. Bis 50 gehen wir runter vielleicht. Oder machen wir 45. Ja, okay. Gut. Okay, das ist sehr, sehr gut. Jetzt haben wir wie viel HP? Nur 63k HP? Achso, Pet, wartet. Ne, Pet war draußen. 63,5. Das hat nur 4k HP gebracht. Naja, okay. Wir upgraden allerdings das Set trotzdem auch noch ein bisschen. So, einmal, zwei. Ich weiß, das Alex-Set ist vielleicht auch nicht so das Beste dafür, aber... Ja, ich weiß nicht, plus 7 oder so. Schauen wir mal. So, einmal. Schade. Ich dachte, ich könnte es direkt reinziehen oder so. 7. So, schauen wir mal. Ja, läuft soweit ganz okay, glaube ich. Genau, ganz so viel Pech können wir eigentlich aktuell auch gar nicht haben. Von dem her. Ja, passt schon. So. Boah, ich hoffe so sehr, dass uns das jetzt wirklich gelingt, jetzt einfach mal an den Stein zu gehen, ohne rum oder ohne viel Rumeierei und so. Das wäre echt mal echt angenehm. So, 7 Stück. Plus
Plus 5, plus 6, plus 7, super. Plus 8 mal jetzt absichtlich nicht. Am Crit Chance hat man kurz 7,5%. Das ist höher als normal sonst. So, was bringt das Ganze jetzt hier? Mir HP, okay. Wait. Hä? Bringt uns das wirklich mehr HP? Hä? Warte mal, irgendwas stimmt ja nicht. Wir haben hier genauso viel HP wie vorher, genauso viel Attack wie vorher. Attack Speed, keine Ahnung. HP, hä? Warte mal, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Eigentlich sollten wir doch jetzt mehr HP haben. Verstehe ich nicht. Okay. Also jetzt schwören können, wir hatten gerade genauso viel HP wie jetzt gerade, aber... Oder hatten wir 63 HP? Vielleicht hatten wir auch 63 HP, ich weiß es nicht mehr. Ja. Naja, der Effekt ist jetzt nicht so krass. Aber, okay. Ist jemand drin? Vulkan, nein, ist keiner drin. Okay, let's go. Also unsere HP sind jetzt einigermaßen ausreichend. Oh Gott, da ist Akkus. Nice. Ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erste Pille, nice, super. Ja, läuft gut. Vorbereitung ist alles. Mhm. Alter, das Ding macht ja Schaden ohne Ende. Ich kann nicht mehr fooden. Ah. Oh mein Gott. Haben wir hier irgendeine realistische Chance? Wo ist mein scheiß Food? Alter. Oh. Warum ist das Ding so krass, bitte? Also ich meine, okay, ich war jetzt ein bisschen verpeilt und so. Ich habe vergessen, Food runterzuziehen, aber... Holy shit. Also unser Equipment ist eigentlich echt nicht so schlecht, finde ich. Gut, ich meine, jemand meinte schon, wir sollten halt irgendwie, was weiß ich, plus, ja, keine Ahnung, plus 12 oder plus 14 Equipment so haben. Und vielleicht auch das normale 105er Equipment. Ja, da war was, ich erinnere mich. Wir probieren das nochmal. Das Problem ist halt, sollten wir, warte mal, wie viel... 42k. Das wird nix. Das wird überhaupt nix. Nee, keine Chance. Aber ich weiß auch nicht, was ein plus 12 was dazu bringt. Also was das halt für einen Unterschied dazu machen würde für uns. Weil gefühlt sind die, ich meine, der Effekt und so ist hier ganz nett und so, aber was bringt uns das halt dann wirklich realistisch? Dein Kack-Akkurs ist echt das Schlimmste. Warum haben die gerade 6k gekrittet? Hä, lol, ich heil mich halt nicht mal. Ich mach dem auch keinen Schaden irgendwie. Warum heile ich mich so wenig? Hm, nee. Oh, gar keine Chance. Nee, kann man vergessen. Vor allem, ich mache halt nicht mehr genug Schaden oder so dafür. Oh Mann, ey. Boah, das ist mies. Das ist richtig mies. So, jetzt muss ich mal ganz kurz nachlesen. Mir wurde letztens schon mal alles geschrieben. Wo waren der Spieler hier? Ich finde die Nachricht nicht mehr. Shit. Was wir das nächste Mal machen werden, ist, dass wir generell... Wir gehen nochmal ein bisschen gicken. Rolly Gowns sind hier, genau. Ah, Mist. Ey. Ich hätte mir echt gedacht, dass wir das schaffen. Kacke. Also, beziehungsweise, ich wusste, warte mal, Summer Dream, das kann man noch farmen. Also, ich wusste natürlich jetzt nicht, ob er das Ganze, was ist das? 300
Stückeln, was war das? Oh Gott. Level 60. Wie viel Schaden machen sie? Ah. Ah ja. Oh, One-Hit, okay. Ja, also was ich gerade sagen wollte, war, ich dachte mir echt, dass wir es zum ersten Mal, also zumindest mal schaffen. Oder halt zumindest, da wirklich zumindest, ja, die halt einigermaßen, ich weiß nicht, was war meine Erwartung? Ich dachte mir, dass wir vielleicht irgendwie dann so bei diesen Flammen da sterben oder so, das war halt so mein Ding, aber halt nicht jetzt so instant irgendwie. Doom Castle, nee. 100 bis 120, hä? Hey. Wo ist denn die Quest? Rock of Will, was ist das hier alles? Event. Sunflower. Hä? Ich dachte mir, ich muss irgendwie 300 von irgendwas killen. Aber was ist das? Welche muss ich da killen? Die scheinbar schon mal nicht. Lost Sketch for. Okay, sind 105er. Die kann ich nicht mehr one-hitten. Aha. Okay, davon muss ich 150 killen. Ich glaube, die AOE nehmen wir trotzdem einfach mal lieber. Ja, müssen wir schauen, ob wir das Ganze hier überleben. Ich meine, es ist nicht so viel Schaden. Ein bisschen was, aber ja. Ja, also ich weiß gerade echt nicht, wie wir es am besten machen. Also ich meine, für Volcano müssen wir halt natürlich, müssen wir solo farmen, klar. Können wir jetzt nicht irgendwie tanken. Also doch, tanken könnte man schon, aber das wäre jetzt, glaube ich, auch sinnlos. Ja. Ich glaube, Volcano war schon der in Anführungsstrichen leichteste nächste Dungeon, oder? Oder wie war denn das Ganze? Oder wir bauen. Oder wir bauen halt ein Ringmaster-Equipment auf. Ein Ringmaster-Equipment, Heal Rain. Das würde auch funktionieren. Pur SCA Ringmaster. Ja, das wird klappen. Dann müssen wir einen Ringmaster von 120 leveln. Ja, okay, das ist also, wir hatten schon ein paar Optionen eigentlich. Ich weiß es halt nicht, wie. Die ganzen Power-Ups, das ist gerade echt blöd, dass ich jetzt allein habe. Ich habe es auch nicht erwartet, dass es halt so krass scheitern wird. Also ich dachte mir so, ja, okay, wird dann ein bisschen dauern und Sackblatt wird halt einfach das Ganze schon retten dann irgendwie. Also man kann ja auch mit Master bzw. mit Hero und so weiter reingehen. Das heißt, wir könnten auch einfach noch halt Hero machen oder Master machen. Vor allem, warte mal, ab 75 haben wir doch auch den Knuckle da. Wo ist er denn? Der hier. Mediblock 13%, okay. Also, so gesehen sollten wir halt eigentlich echt erst Master machen. Aber ich will halt jetzt irgendwie auf dem Level hier das Ganze eigentlich farmen. Wahrscheinlich ist es halt wieder absolut dumm und so ein Versuch mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, das kann schon sein. Dex, toll. Aber ich hatte schon ein bisschen Lust drauf irgendwie. Und den Gegner müssen wir noch killen. 115. Oh, der ist böse. Oh lol, der ist richtig böse. What the fuck? Das Ding ist auch mal so mega tanky. Jetzt komm her, du Komm. Okay, das Ding ist echt böse. Wir kriegen mal Sunflowers. Okay, Sunflower haben jetzt generell schon ein paar gedroppt. Nicht viele, aber ein paar zumindest. Wait, wo haben wir das ganze Geld herbekommen? Wann haben wir das ganze Geld gedroppt? Lol. Warum droppen die Event-Mobs so viel? 35.000. 33 Mobs für 1 Million. 330 Mobs für 10 Millionen. Ja, das ist eigentlich auch nicht so viel. Ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Irgendwoher kommt das Geld auf alle Fälle.
Okay, also, nochmal kurz back to topic. Option 1, Master machen, beziehungsweise halt Hero machen auf 121, dann easy, wirklich ganz easy Volcano farmen. Shroom Dungeon ist halt so ein Ding, das soll halt wirklich sau schwer sein. Ich meine, jetzt, wenn wir die ganzen Power-Ups anmachen, können wir einfach mal reingehen und dann uns einfach mal da durchsterben oder so, keine Ahnung. Ist der gerade resettet? Nee, oder? Ey, das Ding geht halt auch nicht down. Ja, es ist halt Zeitverschwendung einfach. Es ist halt wirklich Zeitverschwendung. Ja, es ist halt schade. Es hat auch wieder mehr ein Event. Also ich meine, ich verstehe halt schon, dass man halt die Events jetzt nicht irgendwie auf Newbies halt balanced. Wäre halt irgendwie auch ein bisschen dumm. Aber andererseits, so für unsere Level-Range sind wir halt gerade echt schon echt ganz schön am Arsch irgendwie. Also ich habe das auch nicht hundertprozentig verstanden, auch mit diesem Shroom-Dungeon und dem Balancing-Gedanken dahinter und so. Also der droppt, also man kriegt halt die 105er Sets, also diese besseren Sets. Und halt auch die Waffen dazu. Aber der ist halt so, so schwer, der Dungeon, dass man halt auf 120 eigentlich gar nicht schafft oder auf 105. Okay, 2 Millionen waren das gerade, schon einiges. Ja gut, dann brauchen wir ja auch nicht killen, können wir ja auch wieder rausgehen, ne? Ja, nichts für uns leider.